hören und sehen uns heute die Monitor Audio Silver der 7. Generation an. Und das ist ein ganz besonderer Lautsprecher. Kein anderer bietet in dieser Preisklasse meiner Meinung nach eine derartige Akkuratesse, Präzision und eine Ortbarkeit und Bühne, wo man hier wirklich in so einem Orchester genau hören kann, wo sich welches Instrument befindet. Mit so viel Punch und auch Pegelfestigkeit. Und das Ganze gepaart mit einer unglaublichen Verarbeitungsqualität. Vom Echtholzfurnier bis zum echt lackierten Gehäuse ist hier alles mit dabei. Und dann mit einer einzigartigen Vielfalt. Es sind also vom kleinen zum großen Regallautsprecher, vom kleinen großen Standlautsprecher, alles mit dabei für Musik hören in Stereo, aber auch fürs Heimkino. So gibt es also auch einen Center-Lautsprecher, einen Subwoofer, richtige Surround-Lautsprecher, die sich für die Wandmontage eignen und im Dipol- oder Bipol-Betrieb unglaublich viel Räumlichkeit bieten. Bis rauf zum echten Dolby Atmos zertifizierten Aufsatzlautsprecher hat man hier alles, was das Heimkino und HiFi-Herz begehrt. Hi Jens, schön, dass du heute wieder da bist. Uns beehrst mit deiner Expertise. Danke für die Einladung. Jens, die Silver ist ja nun mal schon ganz, ganz lange Bestandteil, fester Bestandteil unseres Portfolios. Und ich glaube, keine Lautsprecherserie lieben wir mehr, weil sie wirklich für jede Raumgröße den richtigen Lautsprecher bietet, in vielen verschiedenen Farben. Wir können im Heimkino arbeiten mit Surround-Lautsprechern wie die FX, also mit Dipolen. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, die man mit diesen Lautsprechern hat. Und dabei haben wir in dieser Preisklasse einen herausragenden Klang, immer schon gehabt und wirklich mit Abstand die beste Verarbeitung. Aber jetzt ist es bei dieser 7. Generation der Silver-Serie schon ein merklicher Sprung gegenüber allen anderen, die vorher da waren. Also ich stelle fest, also ich, so wie ich das jetzt gehört habe, wir haben vorher ein bisschen John Williams gehört, wir haben auf einmal eine Bühne, eine Ortbarkeit der Instrumente, die ich so noch nicht erlebt habe in dieser Preisklasse. Das heißt, ich kann die Augen zumachen, ich kann genau hören, da vorne sitzen die Streicher, weiter hinten oben ist die Pauke. Ich kann die Instrumente richtig schön differenziert hören und ich habe eine unglaubliche Feinzeichnung, eine ganz tolle Detailauflösung, die ich einfach in so einer Preisklasse bislang noch nicht erlebt habe. Die Silver war immer ein sehr, sehr guter Allrounder. Ja. Die hat immer alles gut gemacht, aber jetzt sind wir da schon deutlich noch mal audiophiler unterwegs, also schon noch mal eine ganze Stufe weiter oben, meiner Meinung nach. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass sie gerade auch im Vergleich zur Vorgänger-Generation deutlich mehr Pegel verträgt. Ja. Also wir können hier richtig Schub machen, richtig mit, ne? Gas geben, ja. Auch für größere Räume. Somit ist die dann auch noch besser geeignet. Ja. Das sind so die Dinge, die ich jetzt so wahrnehmen kann, ja. Ja, die Veränderungen. Und das macht sie einfach zu einem sehr preis-leistungsstarken Lautsprecher. Und wir haben oftmals wirklich so Vergleiche bei uns im Heimkinoraum, wo es dann sehr schwer wird, eine Preisklasse drüber zu argumentieren. Ja, ja. Also es ist wirklich outstanding in dieser Klasse. Es sind echte Universaltalente, ja. Das stimmt. Ja, definitiv. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Also da steckt ja einiges drin. Und da wäre es super, lieber Jens, wenn du uns heute mal ein bisschen erklären kannst, was steckt denn da technisch drin, um diesen Weltklasse-Sound zu erzeugen? Also wir hatten jetzt über 22 Jahre Zeit. Die Silver-Serie gibt es seit 1999. Wir hatten jetzt über 22 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, Erfahrungen zu sammeln, zu forschen und weiterzuentwickeln. Und die aktuelle Silver 7G-Serie ist halt quasi die Quintessenz aus all diesen Ingenieurserfahrungen und Leistungen, die in der Zeit eben tatsächlich rausgekommen sind. Und ich gebe dir vollkommen recht, die Silver 7G-Serie ist tatsächlich einer der größten Sprünge seit langem, die wir in der Serie gemacht haben. Wir haben vieles, was wir aus der Gold-Serie gelernt haben, haben wir in die Silver 7G-Serie transferiert. Das fängt schon beim Hochtöner an. Wer die Silver 6G-Serie noch vor Augen hat, wer die kennt, der Hochtöner bei der Silver 6G-Serie guckte raus. Ne? Da war so eine Kuppel auf dem Gehäuse und der Hochtöner an sich war eben
war eben verbaut mit dem Gehäuse an sich. Wer sich die Silver 7G-Serie anschaut, stellt fest, dass der Hochtöner ins Gehäuse eingelassen ist, also quasi verschwindet. Das Ganze hat, wenig überraschend, nicht nur optische Gründe, sondern tatsächlich handfeste klangliche Vorteile. Der Hochtöner sitzt in dem Waveguide, also in so einem Trichter kann man es, genau. Das ist so ganz simpel, sitzt in dem Trichter drin. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir deutlich mehr Pegel haben. Das heißt, der Lautsprecher ist einfacher anzutreiben. Wir können den Hochtöner tiefer ankoppeln. Das heißt, der Mitteltöner bzw. Tiefmitteltöner muss nicht ganz so viel Arbeit übernehmen. Die Frequenzweiche an sich ist einfacher aufgebaut. Wir haben weniger Elemente auf der Frequenzweiche, weil wir durch den nach hinten versetzten Hochtöner ein deutlich besseres Zeitphasenverhältnis haben. Man muss sich einfach vorstellen, der Hochton, Schallwelle ist sehr klein, geht sehr schnell. Der Tieftöner, Tiefmitteltöner hat größere Schallwellen, Mittelton bzw. sehr große Schallwellen im Tieftonbereich. Dadurch ist es so, dass das Klangbild, würde man es so laufen lassen, würde das zerfasern, weil diese drei Signale unterschiedlich schnell beim Hörer ankommen. Mhm. Also greift man üblicherweise, wenn die alle drei Treiber auf einer Front wären, würde man die Signale auf der Frequenzweiche mit zusätzlichen Bauteilen verzögern, dass sie also dann gleichzeitig beim Hörer ankommen. Brauchen wir durch den nach hinten versetzten Hochtöner hier nicht mehr machen. Das heißt, wir sparen Bauteile und wir haben einfach deutlich weniger Elemente, die sich im Originalmusiksignal befinden und damit den Klang verändern würden. Also eine mechanische und keine elektrische Lösung, um die richtige... Genau, es ist deutlich sauberer, deutlich ehrlicher einfach. Das kann man auch wirklich hören. Dann geht es im Tiefton bzw. Tiefmittelton geht's weiter. Wir setzen hier seit Jahr und Tag quasi auf CECAM. Das ist die Abkürzung für Ceramic Coated Aluminium Magnesium, also keramisiertes Aluminium Magnesium. Dem Konzept bleiben wir hier auch treu. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben jetzt hier eine völlig neue Mischung, eine völlig neue Abmischung von diesem Aluminium-Magnesium, von dieser Aluminium-Magnesium-Legierung, die in sich deutlich fester, deutlich steifer, deutlich stabiler ist. Dadurch haben wir einen höheren Pegel. Und zum anderen ist es so, dass wir durch diese höhere Festigkeit, durch diese höhere Steifigkeit, die unter anderem natürlich auch, also auch diese Eindrücke, diese Vertiefungen sind nicht nur Zierde, obwohl es hübsch aussieht, sondern diese Vertiefungen haben eben auch wieder einen handfesten Vorteil, dieses Chassis eben nochmal quasi wie so ein Origami in sich stärken, in sich verfestigen, in sich versteifen, haben wir deutlich weniger Verzerrungen, bis zu 12 Dezibel weniger Verzerrungen im Musiksignal als bei der Vorgängerserie. Also auch hier ist das Klangbild deutlich, deutlich sauberer, deutlich akkurater, deutlich feiner. Das ist ein ganz, ganz großer Sprung. Und aufgrund der höheren Festigkeit, Steifigkeit, kann ich auch mehr Leistung zuführen, kann also lauter Musik hören, ohne Verzerrungen. Wir haben eine geänderte Membrangeometrie, wir haben deutlich verfeinerte, deutlich verbesserte Sicken, die also auch zulassen, dass die Chassis weiter auslenken können, dass sie also mehr Hub, mehr Pegel fahren können. Alles Sachen, wie wir es gerade gemacht haben. Alles Sachen, die du quasi sofort hörst. Hier geht einfach mehr. Viele Dinge sind aber dann doch gleich geblieben, weil es ist unverkennbar eine Silver-Serie. Ja, es ist und bleibt eine Silver-Serie, ganz genau. Das heißt, solche Sachen wie das Single Bow Through, die Einzelverschraubung beispielsweise. Das heißt, dass du keine Schrauben in der Front siehst und auch keine hast, sondern jeder Treiber wird mit einer Gewindestange von hinten nach vorn gehalten, im Gehäuse fixiert und dadurch nochmal entkoppelt. Das beispielsweise ist geblieben. Wir setzen auch weiterhin, wenig überraschend, wir setzen auch weiterhin auf magnetische Abdeckungen. Das heißt, wir haben keine hässlichen Löcher, wir haben keine Nuppis, die irgendwie aus dem Gehäuse rausgucken, wo man dann die Bespannung ansetzt, sondern es ist und bleibt einfach der Anspruch, dass diese Lautsprecher auch als Möbelstück quasi fungieren können. Und wenn wir beim Thema Möbelstück sind, die Lautsprecher gibt es nicht nur in Weiß, Seidenmatt und Schwarzhochglanz, sondern eben auch in diesen Echtholzfurnieren. Und das, als ob das nicht schon genug wäre, das eigentlich Spannende bei den Echtholzfurnieren ist, dass diese paarweise gematcht sind. Was bedeutet das? Jedes Paar Lautsprecher wird in das gleiche Blattfurnier eingehüllt. Das heißt, nur dadurch kann ich sicherstellen, dass die Maserung, dass dieses Feuer in dem Holzgehäuse, dass es wirklich bei beiden Lautsprechern identisch ist und damit wirklich einfach wunderschön aussieht. Also das ist in der Tat eine Besonderheit. Also
Es ist quasi das erste Blatt für den linken Lautsprecher, das zweite Blatt für den rechten, also direkt untereinander. Das heißt, wir haben fast die identische Maserung. Und es kann uns halt nicht passieren, dass ein Lautsprecher heller ist oder ganz anders aussieht. Keine Farbabweichung oder Ähnliches, sondern es ist wirklich, man erkennt, die beiden sind quasi Zwillingsgeschwister. Und es ist, laufen auch unter einer Seriennummer. Ja. Und es ist halt auch wirklich ein Echtholzfurnier, was es in dieser Preisklasse schon lange nicht mehr gibt, meiner Meinung nach. Also ich kenne zumindest keinen Lautsprecher in der Preisklasse. Ja. Wo man auf diesem Niveau noch fertigt. Ja. Und auch die Lackierungen sind keine Folien, es sind echte Lackierungen. Und das ist wirklich outstanding, nicht nur in der Tonqualität, sondern eben auch in der Verarbeitung. Ja. Jens, vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. Ich danke euch auch fürs Zuschauen. Wenn ihr euch interessiert für so einen fantastischen Silver-Lautsprecher von Monitor Audio, ihr seid herzlichst eingeladen unter unten stehendem Link. Da könnt ihr einen Vorführtermin im Heimkinoraum in eurer Nähe vereinbaren. Und dann nehmen wir uns gerne die Zeit und hören mit euch gemeinsam da mal rein und finden auch für euren Raum die richtigen Lautsprecher, das richtige Setup. Gerne alternativ, wenn ihr Fragen habt, ruft uns an. Unter unten stehender Telefonnummer stehen wir euch mit Rat und Tat zur Seite und nutzt auch gerne unseren Online-Shop, wenn ihr so einen Lautsprecher bestellen wollt. Ich sage an der Stelle nochmal vielen Dank, macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.